Hey, jetzt kam unser Batman-Joke nicht mehr. Ja, der Batman-Joke kam nicht mehr, weil ich wieder zu doof war zum Schneiden. Ich hasse dich. Ja. Hass mich mit all deiner Liebe. What the fuck? Nee, aber ich hab letztens, Nein Gag, dieses Bild gesehen, Iron Man. Ich bin Iron Man. Dann kommt runter, Batman. Jeder könnte Batman sein. Jetzt sieht man wieder, Robert Downey Jr. Ich bin Iron Man und Batman. Ich weiß nicht. Er sollte wieder von der Wand weggehen. Dann schleud den mal hoch und dann. Ja, dann lass ihn doch herkommen. Geh mal weg von da, sonst geht er ja nicht weg. Was ich Schaden bekomme, werde ich sterben. Pass auf deine Mana auf. Mein Mana geht nicht runter. Egal was ich. Ich kann gar nicht so viele Spells casten, dass mein Mana. Ich habe mein Mana noch nie zur Hälfte runtergekommen. Echt? Bei mir ist das ziemlich schnell weg. Ich glaube, meine Skills kosten gar kein Mana. Der kostet. Der kostet. Wenn ich alle direkt hintereinander caste, habe ich danach noch 94% von meinem Mana. Hm. Und er ist schon wieder tot. Ich bin sehr egoistisch. Ja. Du bist ein Arsch. Ja. Wir stehen Rücken an Rücken. Hm. Puh, ich habe mehr gemacht. B-Rang. Ja, weil ich einfach keinen Schaden mache. Was habe ich bekommen? Magier-Equip. Yay. Magier-Equip FTW. Ich bin dein Trabant. Oh, ich depp. Wir müssen zur Hochebene für das dritte Ding. Für die stinkenden Wolfsklauen. Du wieder. Typisch. Typisch. Tut mir leid. Ach, ist schon okay. Hey, der hat einen lila Bart. Jetzt ist er weg. Es wird bald regnen. Jetzt schon die Quest abgeben. Ich werde niemals jemanden mit lila Bart sehen. Erstmal zu Darwin. Ach, da bist du ja. An die Hitze gewöhne ich mich einfach. Hi. Hi. Hast du schon von der Rüstung aus Drachenschuppen gehört? Schließe 10 Heldenquests ab. Oh, an die Hitze gewöhne ich mich einfach nicht. Hui. Was ist denn gerade jetzt die Quest? Ach, das geht doch alles zu Geld. Ah, alles zu Geld machen. Ach, hier. Handbuch. Jetzt kann ich das verarbeiten. Eine gute Waffe braucht einen starken Kämpfer. So, jetzt muss ich hier in die Mitte. Hey, wie geht's? Jawohl. Und? Wie viele Drachen hast du schon geschlachtet? Perfekt. Eine gute Waffe braucht einen starken Kämpfer. Hast du schon von der Rüstung aus Drachenschuppen gehört? Ich bin ja so gut. Hey, halb bombastisch. Ja. Wie viele Drachen hast du schon geschlachtet? Hast du schon von der Rüstung aus Drachenschuppen gehört? Hey. Ah, der war daneben. Und? Wie viele Drachen hast du schon geschlachtet? Eine gute Waffe braucht einen starken Kämpfer. Ich habe jetzt auch so die Quest abgegeben. Hey, wie geht's? Und? Jetzt hab ich's kaputt wie viele Drachen hast du schon geschlachtet? Schlitzohr Jeff. Eine gute Waffe. Hallo, Schlitzohr Jeff. Hey, da waren gerade Darkana. Cool. Eine gute Waffe braucht einen starken Diese andere Kämpfer. Art. Achso, diese schwarzen. Blau. Diese blauen. Navi. Ja, stimmt, das sind Navis. Man kann ja Amazone werden. Ich sehe dich. Das ist aber schön. Nein, das war doch dieser Groß von denen. Ach so.
Was muss ich ihr Seelen bringen? Ausrüstung. Man kann auch Ausrüstung kaputt machen. Mit diesem Hammer. Bäm. Und der hat Seelenwert 28, das Ding. 3 Seelen habe ich dafür bekommen. Ach so. Seelenwert 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4. Ja, möchte ich zerlegen. Ohne Seelenkraft kann ich zerlegt werden. 4 Seelen. Also wieder mit dir reden. Quest fertig. Annehmen. Und okay. Das war's, das hätte sie gefurzt. Ich hab's nicht gesehen. Guck jetzt, warte. Ja. Ich bin komisch. Na, noch 2 Monate. Dann wirst du auch reifer. Warum? Ach automatisch. So. Warum? Das verstehe ich nicht. Musst du nicht. Warum 2 Monate? Was ist in 2 Monaten? Naja, 2 Monate spielt jetzt. Genau. Achso, da ist November. Dieses Jahr vergesse ich es nicht. Dieses Ach so, mein Jahr. Geburtstag, du. Ja. Dieses Jahr nicht. Du hast meinen Geburtstag letztes Jahr vergessen. Es tut mir so leid. Wie kannst du noch? Ich bin der furchtbarste Mensch auf der ganzen Welt und der schlechteste beste Freund dazu. Ja, das stimmt. Aber erstmal müssen wir stinkende Wolfsklauen finden. Also komm. Verprügel ich ein paar kleine Wölfchen mit. Ich verprügel Schafe. Und Wölfe. Das kannst du doch bei diesem Dungeon-Dings auch machen. Ja, aber den ist mir im Weg. Hypersprung. Immer mehr. Das ist auch total fordernd. Ich merke auch, wir reden immer weniger. Oh ja, das ist nicht gut. Alles liegt daran, dass es immer später wird. Wie spät ist es jetzt? Es ist fast 11. Ja, das geht eigentlich noch. Jo. Nicht wie gestern. Oh, 2 Uhr morgens. Ja, wir spielen eine Runde. Kein Problem. Ja, noch nächsten Morgen dann Kopfschmerzen haben. Da half auch kein Aspirin. Ja, ich bin ja auch ein Stone. Meine Mutter ist immer noch bei Feier. Irgendwann sollte sie nach Hause kommen. Fragt sich nur wann. Ein paar Tagen. Ja, es übernachten ja irgendwelche Leute dann bei uns, die weit weg wohnen. Mein Onkel war auch da, den mag ich total gerne, aber der wohnt so weit weg. Ich nenne ihn immer Bierbauchplatzimann. Du nennst deinen Onkel Bierbauchplatzimann? Nein, ich meine nicht über ihn reden. Warte, vor oder hinter seinem Rücken? Ja, mit meiner besten Freundin zum Beispiel. Dann sage ich immer, Bierbauchplatzimann war da. Yes. Stell dir vor, wie er aussieht. Ich würde sagen, er hat langes, volles Haar und schlank wie eine Gerte. Wie hast du das erraten? Oh, jetzt sind wir hier bei Vegas. Und uns läuft die Zeit aus. Oh, schon wieder. Immer wenn wir beim Boss sind. Ja, warte mal, bleib mal stehen. Dann würde ich sagen, dann machen wir hier jetzt einfach einen Schnitt und wir sehen uns dann im nächsten Let's Play.